Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fall von Murdered Soul Suspect. So, wir müssen in den dritten Stock nach wie vor. Oh, Poltergeist. Okay, wir müssen jetzt in den dritten Stock. Die Dämonen machen mir das Leben schwer. Reden wir mit ihm? Du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Plätze rein. Passt schon. Danke. So. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Muss man jetzt aufpassen. Ein Dämon muss mindestens hier weg. Nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Wenn der wieder nach links geht, dann packe ich mir den. Jetzt nach links bitte. Das ist nicht. Was? Wie machen wir das? Rein hoch. Jawohl. Hä? Lol. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz, oder? Hab ich doch, Alter. Wieso lebt der denn? Warte mal, kann ich jetzt? Oh, der kommt, Alter. Der kommt, das ist nicht gut. Warte mal, weg. Dahin. Ich verstehe nicht, warum er da lebt, Alter. Ich verstehe es nicht. Eigentlich müsste ich alles so gemacht haben, wie es sollte. Warte. Nochmal versuchen. So, nochmal. Ach, Kreis! Alles ändert sich ja jedes Mal! Achso, jetzt verstehe ich das erst. Scheiße, Mann. Hier. Oh, bitte hau ab. Warte, dahin. Alter, raus, bitte ab. Ach, das ändert sich jedes Mal, alles klar. Alter, komm wieder zu mir, das gibt's noch nicht. Hau ab. Oh Gott, der will ich nicht sehen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Warte mal, ich muss aufpassen jetzt beim nächsten Mal. Jetzt geht er richtig um. Turn around. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wir haben nämlich den aufgespürt. Oh, die spottet, Alter. Die spottet. So, erstmal hier wieder hin. Jetzt würde ich mich am liebsten hinschleichen, Alter, und dann attackieren. Hau ab, bitte hau ab. Jawohl. Ah, das mit dem Eliminieren ist ja gar nicht so leicht. Warte mal, jetzt versuchen wir es nochmal. Warte, jetzt muss ich aufpassen. Alter, was ist das denn? Alter. Oh Mann. Weg hier, dahin, da, zack, 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 zack. Gott, ey. Au, hab, Alter, zack. Also, ich bin doch in der Theorie. Ich muss mal wissen, wo der dritte Stock jetzt ist. Warte, jetzt mal ganz schnell daher. So, jetzt mal nicht. Das gibt's nicht. Das kann's echt nicht sein. Ich hab's doch getan. Jetzt jemand durch. Jetzt hier durch. Und dann. Warte. Bis jetzt. Hier erstmal.
So, und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Oh, der hat mich schon wieder. Geht durch. Was ist denn jetzt eigentlich? Ach du Scheiße. Ich bin ja wieder da, wo ich angefangen habe. Alter, sind ja beide hinter mir her, wa? So, jetzt lauf. Alter, hier rein. Oh, nicht R3. Warte, hier rein. Hier rein, lauf, lauf, lauf. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Vater zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Boah, Jesus. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? So, Gedanken lesen. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Sind wir hier noch sicher? Was hast du ich zu sagen? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Großes Mundwerk? So, von ihm ist es mal ergreifen. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Das Salem Police Department wird das aufklären. Wenn Sie keinen Verdächtigen festgenommen haben... Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Puh, so. Dann hier. Können wir das enthüllen? Ein nasses Grab, noch viel zum Aufdecken der Geschichte. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? So, Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach einer Reihe der vermissten Mieterin erkundigt. Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Warum war der Mörder hier? So, wir haben das Ziel erfüllt. Wir sind hier im dritten Stock. Halleluja. Und jetzt durchsucht die Wohnung. 14 Hinweise brauchen wir. Was hast du denn hier? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mehr hast du nicht? Okay. Was ist das? Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Schon mal der erste Hinweis. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Das war jetzt kein Hinweis, leider. Ah, durch diese Scheibe sind wir geflogen. Zerbrochen. Ist hier irgendwas? Nee. Ah, da ist was. Mein letzter Kampf. Warum war der Mörder hier? Anzeichen eines Kampfes. Hier haben wir noch ein paar Sachen zu enthüllen, glaube ich. Deshalb machen wir es mal. Enthüllen.
Du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Bereich enthüllen. Okay. Details analysieren. Was hat der Mörder getan? Er war suchend, glaube ich. Ziel sicher. Okay, das macht Hinweis 5 von 14. Das finde ich gut. Ist hier noch irgendwas? Was haben wir hier? Julias Gedanken. Ein- oder auspacken. Haben wir hier noch was? Psychologische Kinderzeichnungen. Uns fehlen noch 7 Hinweise. Ah, da. Meine Primärwaffe. Moms Geschenk. Ich werde mir die Hinweise gleich alle nacheinander angucken. Aber nicht jeden einzelnen sofort. Ist hier noch irgendwo was? Was haben wir denn hier? Spirituell. Buch über Geister. Hier ist rein gar nichts. Ach, verlassen. Ne, verlassen will ich jetzt nicht. Enthüllen. Details analysieren. Was hat das Mädchen gemacht? Kämpfend, ruhig, ne. Verängstigt. Beobachtend. Sich versteckend, glaube ich. Verängstigt? Ne. Sich versteckende Zeugen. Alles klar. Ich finde aber immer noch 4 Hinweise. Warum? Was habe ich jetzt übersehen? Das haben wir auch schon analysiert. Oder? Ja. Was haben wir übersehen? Der Besitz von ihm? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Kann ich irgendwas machen? Nee. Hier irgendwas? Muss ja irgendwas übersehen haben. Noch 4 Hinweise im Minimum. Sieht man wieder hier durch? Jetzt fängt die ganze Szenerie schon hier an. Ne, hat sie nicht. Alles klar. Alter, was machen wir denn jetzt? 4 Hinweise. Obwohl, ich kann es, glaube ich, auch schon enthüllen. Die Antwort weiß ich, glaube ich. Ja, ich weiß die Antwort. Warte mal.
Warum war der Müller hier? Wegen dem Mädchen. Hundertprozentig. Das war's noch nicht. So, was haben wir jetzt? Umdrehen. Sie sind verhaftet. Der hat uns ja ordentlich gegeben, wa? Mein lieber Mann. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? So, mögliches Ziel. Ach ja, das müssen wir uns auch noch angucken. Wohin ist das Mädchen gegangen? Ja, aber das werden wir jetzt in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.